Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir eskalieren heute Stufe 5 des Mallory Missgeschicks. Wir sollen ihn hier mit einer MP als Vogelscheuche verkleidet umbringen. Unseren Sprengstoffspezialisten Mark Hicks mit einer alten Axt als Vogelscheuche verkleidet. Und die alte Axt habe ich ja beim letzten Mal gesucht und ich habe mich jetzt nochmal umgesehen, habe die Axt gefunden. Die ist ja nicht unerreichbar, aber als Vogelscheuche. Also ich denke, man sollte hier ein bisschen vorbereiten, auf jeden Fall irgendwie, damit man ja nicht ganz so viel Stress hat dann als Vogelscheuche einfach, ne? Also zum Beispiel als Sprengstofftyp ist, glaube ich, ganz gut, ne? Da hat man überall so ein bisschen Zugang. Dann bringen wir natürlich, wo wollen wir die denn hinbringen? Ach so, wir haben gar nicht so viel Auswahl für große Pickups im Moment. Dann nehmen wir einfach die Baracke im südlichen Farmbereich wieder. Das scheint mir noch am einfachsten zugänglich zu sein. Nehmen dann einfach diese wunderbare schallgedämpfte MP, die uns das Leben dann etwas einfacher machen wird. Münzen sind, glaube ich, okay, weil wir uns halt durchschleichen müssen irgendwie als Vogelscheuche. Und da müssen wir halt die Axt holen, bereitlegen und die MP auch irgendwo bereitlegen. Also Sprengstoffspezialisten mit der Axt. Da werden wir einfach werfen irgendwie. Und mit der MP den anderen. Da werden wir mal gucken, wo wir die MP am besten ablegen. Irgendwo, wo wir vorbeikommen, aber wo vielleicht niemand anderes unbedingt vorbeikommt. Und dann würde ich sagen, ja, wir können einfach so mal starten. Und schauen wir mal, ob wir gleich beim ersten Mal durchkommen. Also ich habe es vorher irgendwie nicht geübt, ne? Wir haben uns ja beim letzten Mal angeguckt, die Route ungefähr, die wir als Vogelscheuche gehen müssen. Ich habe gerade geschaut, wo die Axt ist, auf jeden Fall. Habe sie dann auch gefunden. Also es gab ja einen Bereich, den ich nicht untersucht hatte tatsächlich. Und genau da war die Axt dann dementsprechend auch. So, die Münzen nehmen wir mit. Und dann holen wir zuallererst die Axt. Oh ja, da ist natürlich unser Schatten schon. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in den reinrennen. Vielleicht nehmen wir uns hier auch einfach den Schraubenschlüssel mit. Da weiß man ja nie, wozu man den mal brauchen kann. So, und die Axt befindet sich hier hinten. Er steckt da im Baum. Ich wusste ja, irgendwo hier hinten habe ich die Axt schon mal gesehen. Sie war da halt ein bisschen weiter am Rand. Ja, eigentlich dachte ich da irgendwo auf dem Schießgelände. War aber nicht so. Sondern hier. Oh shit, das ist unser Schatten. Also der verfolgt uns immer so ein bisschen, ne? Habe ich so das Gefühl, der kommt dann so zeitverzögert immer da lang gelaufen, wo wir lang laufen. Ja, tatsächlich. Läuft er uns da hinterher irgendwie? So, das heißt, wenn wir hier schnell genug bleiben, na klar, sind wir relativ safe. Okay, er steht da jetzt. Ich versuche mal hier links vorbeizukommen. Das funktioniert sehr schön. Ups. So, wo wollen wir denn die Axt hinlegen am besten? Muss ich direkt mal gucken. Können wir runterspringen? Ja, hier können wir runterspringen. Also dann würde ich die Axt gar nicht hier hinlegen eigentlich. So, und dann holen wir mal die MP und hoffen, dass wir auf dem Rückweg nicht in unseren Kumpel hier reinlaufen. Und ich glaube, die MP können wir auch mitnehmen, ne? Wenn wir jetzt Vogelscheuche sind, können wir da eine Waffe auf dem Rücken tragen. Ich weiß es gar nicht genau. So, wir haben also 9 Münzen. Das sollte zur Ablenkung auf jeden Fall irgendwie reichen. Und jetzt ist die Frage, lege ich die MP auch da ab oder schleppe ich die mit mir rum? Ich denke, ich lege die auch da ab. Dann haben wir die gleich am richtigen Ort.
So, unser Schatten, den sehe ich jetzt gar nicht. So, ich lege die hier hin. Da müsste die eigentlich safe sein. Ne, die Axt haben wir auch hier. Das ist super. So, aufzuschleichen hier. So, und dann holen wir uns das Vogelscheuchenkostüm. Und dann geht der Spaß los. Da müssen wir nämlich uns hier durchschleichen. Und ich laufe die Route gerade noch mal ab. Ne? Wir werden dann hier irgendwie wahrscheinlich hinter dem Traktor uns hier lang schleichen. Darüber, aber wahrscheinlich wollen wir sogar weiter hier hinten lang schleichen in Wirklichkeit, ne? Also hier, wenn er gerade nicht guckt irgendwie über die Straße. Wenn die beiden nicht gucken, hier hinten lang. Na, ich weiß nicht, ob das hinhaut. Na, aber da drüben ist auf jeden Fall noch einer. Also wir müssen irgendwie, glaube ich, schon hier hinten lang. Hinter diesem Anhänger hier. Dann hier lang. Das müsste eigentlich hinhauen, ne? Also diesen Weg werden wir ja nehmen. Hier hinten diese ganzen Deckungen benutzen, diesen Traktor und sowas. Hier diese Deckungen, da werden wir dann ein bisschen Geduld haben müssen, immer von Deckung zu Deckung huschen. Hier vielleicht an den rostigen LKW ran. Ja, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, also hier hinterm Traktor noch kurz lang. Oder vielleicht gehen wir auch direkt am Traktor über die Straße darüber zu dem LKW. Müssen wir mal gucken, wie viele Leute hier rumspringen, wie gefährlich das wird. So, hier hinten lang. Ich nehme mal einfach die Aprikosen mit. So, hier hinten. Okay, hier sind zwei Typen. Da müssen wir aufpassen. Und hier rechts am Auto ist auch noch einer. Da müssen wir da also auf jeden Fall aufpassen. Ne? Hier vielleicht eine Münze rüberwerfen. Da eine Münze nach links werfen. Wenn wir uns hier hinterhocken. Ja. Genau, wenn wir hier hinkommen, ne? Einfach da eine Münze rüberwerfen. Hier rechts eine Münze rüberschnippen. Müssen wir mal gucken, ob das hinhaut. So wie ich mir das gerade vorstelle. Ich nehme Aprikosen mit. Also wir können auch Aprikosen werfen. Ne? Was wir jetzt werfen, ist eigentlich total egal. Glaube ich. Hier oben auf dem müssen wir aufpassen. Da müssen wir vielleicht diese Ecke hier benutzen, ja, bis der weg ist. So, hier kommen wir auf jeden Fall ganz gut durchgeschlichen, glaube ich. Hier ist eine Patrouille vor dem Haus, das wissen wir. Steht gerade da drüben. Ja, und hier hinten wollen wir vielleicht auch nicht lang. Also müssen wir vielleicht wirklich hier zu diesem Tor raus. Da können wir hier bestimmt irgendwo hinter den Kisten bleiben. Ich nehme mal noch ein paar Aprikosen mit. Für eine Ablenkung. Hier die Kisten vielleicht. Ne? Die geben uns ganz gut Deckung. So ein bisschen nach links. Nach rechts werden wir auch nicht sofort gesehen. Ja, das könnte ganz gut klappen. Das ist natürlich ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ach, und dann hätte ich mir natürlich gleich ein Reservekostüm klar machen können eigentlich, ne? Dann für unsere Flucht. Ja, das habe ich jetzt natürlich irgendwie gar nicht getan. Das machen wir vielleicht nachher einfach. Müssen wir mal gucken. So, die haben sich hier gerade so ein bisschen aufgelöst. Untertauchen nicht möglich. Zu verdachterregend. Was? Okay, jetzt könnten wir uns verstecken. Mach doch mal. Das guckt auch gerade niemand. Das heißt, ducken. Hier hinter eine Kiste sprinten. Wo, hinter uns? Was ist denn da hinter uns? Ach, da draußen patrouillieren welche, wie es aussieht. Ah, da drüben stehen natürlich gerade zwei. Okay, aber die sehen uns hier tatsächlich nicht. Oh. Ja, da draußen schleicht irgendjemand vom Zaun lang, ne? Wie es aussieht.
So, die beiden da drüben müssen jetzt weggehen. Die gehen auch weg. So, jetzt zum Beispiel. Er guckt gerade nicht in unsere Richtung. Okay, er hat uns so ein bisschen gesehen. Sehen, verfolgt er uns? Nee. Er hat uns nicht wirklich wahrgenommen. Okay, weg ist er. Sehr schön. So, da ist jetzt die Frage, können wir uns... Ja, wir können. Sehr schön. Damit kommen wir nicht weit genug irgendwie, ne? Kann das sein? Aber vielleicht hier irgendwie. Ja, mit der kommen wir auch nicht so weit. Okay, ich probiere meine Münze. Ich müsste ein bisschen weiterkommen. Oh, wer war das? Ach, da oben. Okay, der guckt eigentlich in unsere Richtung, sehr schön. So, da rennen wir hier schnell vorbei. Nee, hat nicht funktioniert. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Stress. Okay. Also da wurden wir auf jeden Fall einmal kurz gesehen. Oh scheiße, der dreht sich bestimmt gleich zu uns, oder? Nee, tut er zum Glück nicht. Der pisst da. Ah. Das mag mir natürlich auch nicht so richtig gefallen. Den müssen wir wahrscheinlich gleich ablenken. Irgendwie mit einer Aprikose vielleicht, geht das? Wenn ich mich hier so ranquetsche, ja, dann können wir die werfen. Stand down. I hear you. Delta is standing down. Aber echt, Junge, beruhig dich mal. So, den lassen wir am besten mal weggehen. So, dann wollen wir, dass er auf jeden Fall in die andere Richtung guckt. Ich benutze meine Münze. What? Command? Command, something just... 2 seconds. Okay. So, und da sind wir auch schon quasi beim Ziel. So, den können wir von hier aus natürlich nicht erwerfen. Da drüben ist unser Bewacher. Und ich befürchte echt, wir müssen erst den Typen da rechts wegnehmen. Vorher kommen wir hier wahrscheinlich nicht zu Rande. Oder? Ah, jetzt könnten wir auf jeden Fall. Nee. Also den würde ich auf jeden Fall vorher gerne wegnehmen. Bevor wir hier irgendwas versuchen. So, da ist er. So, und da haben wir nämlich auch gleich unser Kostüm hier. Ach, scheiße. Wo ist denn der Typ?
Steht direkt da vorne. Ah, geht aber wieder, wie es aussieht. Das wäre günstig. Ja, da ist er wieder weg. Apparatus terminated. Soll ich jetzt den Schraubenschlüssel mitnehmen? Jetzt. Ne, ich wollte mich hier eigentlich fallen lassen. Wie geht's? Von hier aus werfen? Ja, können wir. Scheiße, der wurde schon gefunden. Jetzt müssen wir uns hier kurz zurückziehen. Die suchen da jetzt nämlich ziemlich gründlich. Search formation. Move out. Yes, sir. We're related to Confucius, that Chinese philosopher who lived during the Qing dynasty. Amazing. Stay on your toes. Just because we haven't found anything doesn't mean we have to like it. Oh, kommt er wirklich bis hier hinter mir, ne? Der verlässt da das Gelände nicht, glaube ich. Aber wenn wir halt da oben geblieben wären, auf diesem Absatz, da sieht er uns. Okay, die haben schon aufgegeben. JHQ, Situation here is food bomb. I'll clean it up. Over. Okay. Das hat also ganz gut funktioniert. Er räumt jetzt die Leiche weg. Sehr schön. Nein, nicht nach hier zu uns, oder? Och. Shit. So, da müssen wir noch kurz warten, bis er wieder weg ist. Ja, da drüben ist er nämlich gerade. Ne? Da oben werden wir jetzt voll aufgeflogen. Komm schon, Junge, beweg dich. Da kann der nicht stehen bleiben, ne? Das wäre echt schlecht. So, jetzt geht er. Sehr schön. Er kommt da hinten angelaufen. Achso, der zweite Sprengstoffspezialist. Ja, er schaut sich nochmal um. Weg. Sehr schön. Oh, was? Lebt noch? Scheiße. Warum hat er denn noch gelebt? Oh, shit. Ja, der ist nicht sofort gestorben, ne? Ich dachte, Headshot tot. War aber nicht so. Und dadurch haben wir jetzt hier wieder ein bisschen Stress auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ne? Ich habe dem eigentlich, glaube ich, ein, zwei Schüsse im Kopf genagelt. Dachte, er müsste dann tot sein. Da wurden wir auch noch gefilmt. Ja, dachte, er müsste ein Tod sein, dem war aber leider nicht so. Und dann habe ich natürlich nicht damit gerechnet, habe nicht sofort nachgesetzt. Das war ein bisschen doof. So, Colorado escalated. Unser Achievement hier haben wir geschafft. Keine gute Wertung, ne? Aber so ungefähr läuft's ab, Jungs und Mädels.
Schade, man hätte das natürlich auch heimlicher machen können, ne? Wenn man da vielleicht mit Instinct oder der Minimap oder so spielt und da an der einen Stelle, wo wir zum ersten Mal erwischt wurden, sauber durchkommt, dann kommt man beim Rest auch durch. Ne? Habt ihr ja gesehen, ich bin da einfach durchgehuscht, ohne irgendwie sonderlich stealthy zu sein. Dann natürlich den einen Typen mit der Axt erledigen, ja, auch kein Thema. Soweit. Wenn man Bock hat, kann man den natürlich auch als Sprengstoffexperte verkleidet, einfach mit der Spritze anpieken. Ne? Man eliminiert dann einfach den zweiten Typen, piekst ihn mit der Spritze an, deponiert ihn da hinter dem Heustapler und erledigt ihn dann mit der Axt als Vogelscheuche, ne? Da wo es keiner sieht, dann ist das auch ein unbemerkter Kill. Und ja, wenn man den Typen hier halt richtig erwischt, ne, dann wäre das auch ganz geil. Den könnte man wahrscheinlich sogar ganz gut erledigen, wenn man eine Waffe drüben hinlegt, wieder zurückkrabbelt, sich als Vogelscheuche verkleidet und ihn dann dadurch das Fenster im Prinzip, ne, kann man ja ein bisschen weiter schießen, erledigt, wenn er hinten an der Waffenkiste steht. Das bekommt wahrscheinlich auch keiner mit. Ja, allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass die MP so eine schlechte Durchschlagskraft hat. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war ein bisschen scheiße. Aber gut, ja, so ist das halt. Das war's für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir nochmal die Freiheitskämpfer spielen. Also die eigentliche Mission. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu tun, ne? Macht's gut und bis dann. Ciao.